Kalle hat heute Silber gewonnen. Und zwar bis 100 Kilogramm. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du bist heute wirklich gut ins Turnier gestartet, aber ich habe gehört, du hast dich anfangs noch gar nicht so gefühlt, ne? Genau, ja. Ich hatte ein bisschen Probleme letzte Nacht, konnte nicht so gut einschlafen, wahrscheinlich wegen dem Jetlag, und habe mir auch ein paar Gedanken gemacht über den Wettkampf, und das war ein bisschen problematisch, aber eigentlich lief es ganz gut und konnte mich auch wieder gut motivieren, habe einfach die Müdigkeit ausgeblendet und mein Bestes gegeben. Das hat man gesehen, du bist durchgezogen, messerscharf, schöne Angriffe, schön flexibel auch. Im Einzug ins Finale dann gegen den Koreaner, mit Strafen gewonnen, aber sehr souverän gekämpft. Kanntest du den? Schon mal gegeneinander gekämpft? Ich kannte ihn schon, ja, aus der U20. Der hat eigentlich früher plus 100 Kilo gekämpft, war auch ein guter Athlet bis in der Gewichtsklasse. Und sonst eigentlich noch nie mit ihm gekämpft. Und ich war ein bisschen überrascht, dass er so schnell war und so flink. Und hat auch einen guten Griffkampf gemacht. Es war erstmal schwierig, die unter Kontrolle zu bringen. So, nachher habe ich mit einer Strafe gewonnen, habe ich taktisch clever gemacht, denke ich, und so über Runde gebracht, ja. Genau. Im Finale dann gegen den Olympiasieger und auch früheren Weltmeister Kai Bolajew, da hast du auch vorhin, haben wir schon kurz drüber gesprochen, war ein bisschen mehr drin. Wie hast du das gefühlt? Also ich habe mir eigentlich noch stärker vorgestellt, okay. Weil er ist Olympiasieger, Weltmeister, dann hat man schon so ein bisschen Respekt. Mhm. Aber auf der Matte habe ich gefühlt, dass es auf jeden Fall machbar ist. Nach der ersten Minute, zweiten Minute dachte ich mir, okay, der ist drin, das packst du. Und du kannst ihn werfen, ja. Nachher hat er mich leider mit seinem tiefen Morote Senaga erwischt. Das kann er super gut, und im Moment habe ich nicht aufgepasst, stand zu breitbeinig da und hat mich erwischt. Das ist sehr schade, ich hätte ihn gerne geschlagen heute. Ja. Ja. Da hat er nochmal ganz schön nachgezogen. Ich dachte schon, das Ding ist durch. Geht zum Übergang, stand Boden, aber da kam er halt nochmal. Ne? Das sind halt, ja, zeigt halt dann, ja, ist halt nicht ohne Grund Olympiasieger und früherer Weltmeister. Ihr seid jetzt sozusagen fertig mit dem Turnier und jetzt geht's direkt ins Trainingslager für 2 Wochen, ja? Genau. Ja, hoffentlich haben wir morgen mal die erste Einheit frei. Ja, ich bin schon ein bisschen erschöpft. Mhm. Und dann können wir starten im Trainingslager, und ich freue mich drauf, mit den Jungs zu trainieren. Die waren auch jetzt bei uns in Deutschland dieses Jahr, und ich kenne schon einige, und wird gut. Viel Spaß im Trainingslager.